Hello again, ich bin, für alle, die mich noch nicht kennen, Gray Young. Wenn du schon ein paar Videos von mir gesehen hast, dann welcome zurück. Heute ist es ein besonderes Video. Ich möchte ein Update geben, so ein kleines Live-Update, so kategorisiert in What's New, What's Next. Mir ist bewusst, es wird kein Video sein, welches komplett viele neue Abonnenten zum Kanal bringen wird. Es ist mehr schon so eine Art Danke-Video an jene, die so loyal sind und so regelmäßig meine Videos kommentieren und teilweise auch die Videopremieren dann mit mir live gemeinsam verfolgen, immer donnerstags 18.30 Uhr. Jupp, richtig, dieses Video heute kommt nicht an einem Donnerstag, es ist Sonntag. Das ist quasi mehr so ein, ja, ein Video on top, so einfach mal reingeworfen. Ne? Wenn du bis zum Ende dran bleibst, ja, dann verrate ich dir, welches Produkt in meiner nächsten Shampoo-Show auseinandergenommen wird. Das ist doch ein Deal. Ich habe sie nämlich schon hier in der Hand. Vielleicht macht ihr euch eine Tasse Tee oder einen Kaffee, so wie ich. Ich liebe ja Kaffee, ne? Mein Kaffee aus dem Netto mit der Hafermilch ist einfach, ich habe eben aus Versehen normale Milch reingemacht, kann ich nicht mehr trinken. Ich habe mich so dran gewöhnt. Unglaublich. So, vielleicht mal das erste Thema direkt anzupeilen. Das Thema Arbeitslosigkeit. Ich konnte es kaum glauben, ich habe das gerade nochmal gecheckt. Am 5.1. hatte ich das Video hochgeladen zum Thema 11.11. arbeitslos. Das verlinke ich hier auch nochmal. Wer es nicht gesehen hat, der kann jetzt gleich oder später, aber dann ja wieder zurückkommen. Fluppdiwupp, ist es schon Mai. So bin ich tatsächlich schon im 5. Monat meiner Erwerbslosigkeit. Ich sag mal, alles, was das Monetäre angeht, das Konsumverhalten, die ganzen Freiheiten, die man halt mit einem höheren Gehalt so hat, das ist alles futsch. Ich musste meine 60 Quadratmeter Wohnung, musste ich ein Zimmer untervermieten. Ich habe mich komplett jetzt in mein eigentliches Wohnzimmer zurückgezogen. Da vorne in der Ecke ist mein Bett. Das heißt, ich lebe nur noch in einem Zimmer. Ja, bin ja quasi so vom Lebensstandard wieder zurück, back to the roots, wie ich vor 10 Jahren gelebt habe, so ungefähr. Aber ich musste das machen, weil ich meine Fixkosten drosseln musste. Ohne dem hätte ich mir die Wohnung gar nicht weiter leisten können. Und dann, ja, dann hätte ich, keine Ahnung, Flaschen sammeln oder I don't know. Ich habe dafür jetzt seit Januar einen wirklich tollen Mitbewohner bekommen. Luca, schönen Gruß an dich. Hätte mich wirklich nicht besser treffen können. Insofern sehe ich das gar nicht als etwas, wo ich jetzt zurückstecken muss, sondern eher als einen Gewinn. Ich finde es auch ganz cool jetzt, auch in diesen verrückten Zeiten, als man auch noch mehr im Lockdown war, jemanden zu haben, ne, der ein bisschen Leben in die Bude bringt. Man hat immer die Wahl im Leben, etwas positiv oder negativ zu sehen. Und ich habe mir für das Positive entschieden. Des Weiteren mein Konsumverhalten. Also ich bin ja früher durch den Supermarkt, ich habe bei Rewe, bei Edeka eingekauft und alles rein in den Wagen, wo mir gerade nach war. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich mir echt schon überlegen muss, kann ich mir jetzt den Pudding für 1,29 Euro jetzt leisten oder muss es nicht dann doch der von der Eigenmarke sein, der 29 Cent kostet? Und sich da immer wieder so zurückzubesinnen, ist halt komplett neu wieder für mich. Aber es tut mir gut. Ich finde es nicht schlimm, weil dann weiß ich, ich gehe dann mal davon aus, dass die Zeiten immer wieder besser werden, ist einfach wieder mehr zu schätzen, wenn man wieder so frei ist, Sachen kaufen zu können, wenn einem danach ist. Ne? Insofern muss ich mich echt stark einschränken. Auf der anderen Seite habe ich jetzt natürlich mega viel Freizeit. Zu Beginn, noch vor der verrückten Zeit, bin ich immer zum Sport gegangen. Die Sportstudios in Berlin sind noch zu, deswegen fällt der Fokus schon mal weg. Dafür, ja, entdecke ich halt neue Interessen, beziehungsweise grab mich immer weiter in die YouTube-Thematik ein. Ne? Auch so die Kamera, Equipment-wise, setze ich mich da immer weiter mit auseinander. Und das ist ja auch mein Hauptfokus. Und an der Stelle möchte ich mich auch erst nochmal bei dir bedanken, wenn du dieses Video jetzt guckst, beziehungsweise bei meiner Community. I know we are little, aber wir sind besonders. Und ich finde, gerade weil wir alle gemeinsam, also ich sehe uns als Community, da wir ganz am Anfang stehen, wir ja auch sehr nah zueinander sind und ich halt mit jedem Einzelnen mich ja auch austauschen kann. Also vielen Dank erstmal an alle, die da draußen an mich glauben und mit mir schreiben und meinen Kanal und meine Videos feiern und unterstützen. Und für euch ist ein bisschen auch dieses Video. Ihr gebt mir die Zuversicht, hier dran zu bleiben. So, danke. What's new? Ja, wir sind jetzt bei 973 Followern und mein erster Meilenstein ist ja, die Tausender-Marke zu knacken. Und ja, der Tag wird kommen und auf den fiebere ich wirklich krass entgegen.
aber ich werde natürlich die, die von Anfang an mit dabei waren, nie vergessen. So, ich habe jetzt so viel zur Verfügung wie ganz am Anfang nach dem Studium, als ich angefangen habe zu arbeiten, vor mehr als 15 Jahren. Das ist jetzt quasi mein Gehaltsniveau und das erdet mich. Ne? Also ich sehne mich schon ein bisschen die Zeit zurück, als ich wirklich einfach mal das und hier und dort einfach kaufen konnte, hier mal ein paar neue Schuhe und da vielleicht mal ein neues Elektro-Equipment. Ne? Ich meine, ich bin sehr konsumfreudig. Das kann ich jetzt nicht mehr sein. Es fällt mir echt schwer. Es fällt mir schwer, ja, weil ich auch so ein bisschen so eine Marken bin. Kann man das hier sagen? Wird man dann direkt rausgestrichen von YouTube? Man weiß es nicht. Mein Traum wäre es, jeden Tag Videos zu drehen und damit mein Leben zu bestreiten und Leuten mit meinem Content zu helfen, zu begleiten und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das ist eigentlich so mein Ding. Dann gab es rückblickend auch einen Schicksalsschlag bei mir. Das heißt, Ostersonntag ist ich bin da ganz ehrlich, meine Mutter verstorben nach langer, schwerer Krankheit. Sie hatte Lungenkrebs. Das ging über 5, 6, 7 Jahre. Deswegen, don't smoke, don't do that. Ne? Leute, hört auf zu rauchen. Ostersonntag ist sie verstorben. Es war im engsten Kreis der Familie. Es war für mich die krasseste Erfahrung, seitdem ich auf der Welt bin. Und ich weiß seitdem eins, der Mensch kann so viel mehr, als er sich jemals zutraut. In jeglicher Hinsicht. Das Positive, was schwer ist, aber auch das kann man, wenn man seine Mutter verliert, sehen, ist, dass ich ständig das Gefühl habe, jeden Tag, in jedem Moment, dass sie bei mir ist. Ich fühle mich ihr sogar enger verbunden, als in den letzten Monaten und Jahren, als sie noch bei mir war. Das ist irgendwie ganz weird. Wenn ich jetzt an sie denke oder jeden Tag spüre ich, dass sie mir nah ist, dass sie ja, auf mich aufpasst, jetzt nicht, aber sie ist bei mir. Das gibt mir so viel Zuversicht auch, dass ich glaube, dass es nach dem Leben weitergeht. Momentan ist es so, dass ich von meiner Mutter den Ehering, den habe ich hier, weiß nicht, vor schwarz sieht man es vielleicht besser. Der ist halt so schön schlicht. Ich bin gerade auf der Suche nach einer schönen, schlichten, feingliedrigen Kette. Und dann werde ich das hier dran machen und mir um den Hals hängen. So. Sobald ich ein bisschen Geld mal an die Seite legen konnte, werde ich mir da eine schöne Kette kaufen. Die darf dann ja auch nicht ausgehen, ne? Ausgehen. Ausgehen will ich auch mal wieder, aber die Kette, die darf nicht aufgehen. So. Am Ende gehört der Tod zum Leben dazu. Wir werden geboren, wir leben und dann müssen wir auch wieder gehen. Und so geht es jeden von uns, jeder Hollywood-Star, jeder Popstar. Wir alle müssen wieder von der Welt. Und das ist dann auch wieder an dem Punkt, wo ich dann wieder glaube, wir sind es dem Leben schuldig, egal welcher Shit uns widerfährt, einfach nicht aufzugeben und das Beste rauszumachen. Und auch in der verrückten Zeit, wo wir jetzt sind, wo viele Jobs bedroht sind, wo die Arbeitslosigkeit droht. Erstens als jemand, der gerade arbeitslos ist. Es gibt Schlimmeres, es geht immer weiter. Und solange man gesund ist, gibt es keinen Grund, sich zu beschweren. Ja, man muss auch mal kämpfen und erst recht für seine Träume. Ich finde, erfolgreich ist man, wenn man positiven Einfluss auf das Leben anderer Menschen nehmen kann. Meine Mission Bart ist gestartet und dazu gab es das Auftaktvideo. Auch das verlinke ich hier nochmal, ne? Wenn ihr es mir nicht übel und krumm nehmt. Ich mache da nochmal ein extra Video zu, aber so als kleiner Teaser. Dann habe ich mir so eine Bartbürste bestellt, um dann schön meinen Bart die Durchblutung zu fördern. Dann bürste ich immer nach oben, ne? Um dem Hautsagging entgegenzuwirken. Ich bin noch in der Mission, ich lasse mir einen Man-Bun wachsen. Das ist ein harter Weg, ne? Harter Weg. Ende Juni mache ich ein total spannendes Projekt. Es ist eine oberkrasse Verwandlung, die ansteht. Es geht aber nicht um mich selber, sondern ich werde einen sehr, sehr, sehr guten Freund bei seiner Verwandlung begleiten. Und ich kann sagen, es geht nicht um eine Haartransplantation und auch nicht um eine Barttransplantation. Jetzt fragt euch, was das sein kann. Möchte an der Stelle nicht verraten. Das wird auf jeden Fall ein extrem geiles Ding. Freue ich mich absolut drauf. Dann werde ich nächsten Monat ein Gerät testen, welche man zu Hause anwenden kann, um den Haarausfall zu stoppen, um neues Haarwachstum anzuregen. Es soll in den nächsten 1-2 Wochen, soll das bei mir ankommen. Und ich werde es für euch testen. Auf Herz und Nieren. So, und noch ein paar andere Dinge. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, meinem Kanal treu zu bleiben. Die Shampoo-Show, das habe ich schon gemerkt, die Videos kommen extrem gut an. Ihr feiert die. Dafür möchte ich mich auch bedanken.
die geht weiter. Von Herzen wünsche ich mir, dass ihr alle durch diese verrückte Zeit gesund und sicher hindurchkommt und dass wir alle unser Leben leben, so wie wir es wollen, denn wir haben nur das eine, euer Gray. Ach nee, sorry, fast vergessen. Ich wollte sagen, welches Produkt wir in der nächsten Shampoo-Show uns vorknöpfen. Ich halte mein Versprechen. Leute, und hier kommt das Produkt, um das es in der dritten Shampoo-Show gehen wird. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir Liebe da. Euer Gray.